Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Die Tribünen sind gut gefüllt und die Mannschaften kommen jetzt aus dem Spielertunnel, wie angesprochen, begleitet von einem passenden Spalier. Denn so viele Chancen bekommt man aktuell gegen die Fortuna auch nicht. Und jetzt ein kleiner Fehler und mal die Chance zum 1 gegen 1. Spielt da gut Henry Matan, zurück auf Budimbo. Scheitert aber an Benz. Der Ball bleibt aber bei der Fortuna. Und das war richtig, das muss er laufen lassen. Und jetzt Raum zum Konter. Stoppelkamp wechselt die Seite. Kreier, schöne Annahme. Immer noch Kreier. Legt den Ball ab. Und Fortuna mit etwas mehr Ballbesitz jetzt aktuell. Und vielleicht mal die Chance, Steinkötter zu schicken. Steinkötter setzt sich durch. Steinkötter! Und die erste richtig dicke Möglichkeit für die Gäste. Und wäre auch nicht das erste Mal, dass eine Partie zwischen RWO und Fortuna unentschieden endet. Ja, und auf der anderen Seite Fortuna Köln bisher zweimal ohne Treffer in der ersten Hälfte. Danilevic versucht mal aus der Distanz, aber zu hoch. Beide sind sehr diszipliniert. Beide sind schwer zu bespielen. Oh, Handspiel. Und auch nicht gepfiffen. Aus kurzer Distanz zwar angeschossen, aber geht direkt weiter auf der Gegenseite. Kleinsorge, Kleinsorge zieht das Foul. Richtig gesehen vom Schiedsrichter. Der Ball zwar drin, aber das Foul von Kleinsorge doch sehr deutlich. Der Angelo Langer da zu Boden reißt. Und Marius Kleinsorge ja gerade eigentlich mit einer guten Möglichkeit. Stoppelkamp jetzt wieder auf der anderen Seite. Ball vors Tor, Kreier alleine, nutzt die Chance nicht. Zweite Chance, Kefgier. Und André Weiß mit der Starkparade. Zweimal ist der Keeper der Fortuna zur Stelle. Die Spielfreude, schön durchgesteckt jetzt mal auf der linken Bahn. Und Platz für Steinkötter, Steinkötter. Setzt den Ball aber drüber. Aber Oberhausen löst sich. Funko auf Stoppelkamp. Stoppelkamp. Flanke auf den zweiten Pfosten, aber André Weiß. Wahrscheinlich auf Ruzis. Ich kenne zur Flanke Ruzis. Mit dem Kopfball, aber wieder ist Weiß zur Stelle. Wieder Rutzkis, der arbeitet. Ganz wichtig, seine ersten Minuten. Ball auf Kreier. Der kriegt er nicht, aber Donko! Die Riesenmöglichkeit zum Führungstreffer. Und mit dem Faller von Arnold Budimbo endet dieses Spitzenspiel dann doch torlos. Zum ersten Mal zwischen diesen beiden Teams seit über 20 Jahren fällt kein Treffer. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.